herzlich willkommen. Ich habe euch in der letzten Folge erzählt, was von Lizzie McGuire. Hilary Duff in Lizzie McGuire. Habe ich auf DVD. Box 1. Box 2. 3 und 4 kriege ich leider nicht, aber ich bin noch hinterher. Und was popst du auf Umwegen? Die Musik. Die Musik von Lizzie McGuire. Und die Rotznasen gemeinsam haben. Mit mir und meinem Leben. Ja. Wie fangen wir an? Natürlich erstmal mit den Rotznasen. Die Rotznasenbande lief bei Super RTL. Die Videokassette habe ich dieses Jahr 2015 gekauft. Video? Wieso nicht DVD? Denkt ihr euch? Na klar. Liegt daran, es gab davon nie eine DVD, aber als Video. Im Internet gibt es sie zwar in Niederländisch, wurde auch in den Niederlanden produziert. Die Clips zu den Rotznasen, warum es sich mit mir verbindet ist. Einige Lieder davon haben sich in meinem Leben begleitet, bin ich mit groß geworden, in meiner Schulzeit, habe die gern gehört, höre sie auch heute noch gerne. Die Videos und so weiter haben mich geprägt, haben mein Leben begleitet. Da musste dann irgendwann auch die Videokassette her. Ja, und so hat es mich geprägt. Hab sie dann auch mal auf Niederländisch gehört. Ich mache auch was beim niederländischen Fernsehen. Ja, und nebenbei hobbymäßig arbeite ich ein bisschen was für sie. Und lerne auch gerade Niederländisch. Daher hat das auch ein bisschen mich geprägt und auch mein Leben begleitet. Und natürlich meine Kindheit. Meine Kindheit und so. Und was die Lizzie McGuire-Familie, der Film mit Hilary Duff und mir zu tun hat und dieser Serie, ist einfach, Lizzie McGuire lebt was in ihrem Leben, in diesen Boxen, in den 4 DVD-Boxen. 1 und 2 konnte ich im Laden kaufen, 3 und 4 kann ich auch im Laden kaufen, Box 3 und 4, aber nicht lieferbar. Steht aber drin, dass man sie bestellen kann. Also gibt es sie noch. Box 3 würde noch kommen. Box 4 wäre gestrichen. Box 4 ist nämlich die ältere DVD-Box. Warum ist sie dann gestrichen? Dann müssen sie nachproduzieren, wenn sie nicht nachkommen. Also ist das nicht nur erfolgreich gewesen, klar. Aber die Leute gucken sich das noch an und wollen es dann noch kaufen. Da frage ich mich, warum kriegt man das nicht? Wo gerade erst eine Box erschienen ist, wo Box 1, 2, 3 und 4 drin ist, wo gleich alle 16 DVDs drin sind und dann auch der Kinofilm. Alles in einer Box. Eine Komplettbox. Zum ersten Mal dieses Jahr erschienen. Und da kriegt man 3 und 4 nicht mehr. Kann doch nicht sein, obwohl das die älteren Boxen sind. Naja, egal. Thema mal lassen und weitermachen. Jedenfalls hat sie was in ihrem Film erlebt. Die Musik hat mir gefallen. Ich weiß genau, ich mach's noch nicht so ganz perfekt. Es gibt zu viel, das habe ich noch nicht entdeckt. Manchmal, das schaffe ich. Und manchmal, da lass ich probier mich aus und wachse jeden Tag. Irgendwann egal, wie's, wenn ich mag. Der Titelsong aus Lizzie McGuire. Ja. Es hat mich geprägt, auch wie sie gelebt hat, schulmäßig. Ja. Es hat mich einfach geprägt und auch die Musik der Rotznasen. Und natürlich Hilary Duffs Musik und so. Ja, und natürlich auch Popstar von wegen.
toller Film, alles. Muss aber wiederum sagen, der Disney Channel hat ja die Serie produziert und hat halt so sein krabikades Ding, eine Serie müssen auf 64 Folgen enden. Und auch wenn die Serie erfolgreich war, muss sie nach 64 Folgen enden, meint der Disney Channel. Black Hill hat die DVD produziert und die Produktionsfirma hiervon hätte gerne weitergedreht, aber der Disney Channel wollte nicht. Die hätten noch ein paar weitere Staffeln gemacht, aber Disney Channel wollte das leider nicht. Aber nochmal zur Info. Disney XD. 2017 heißt es Disney's DuckTales, die 9 Folgen im Disney Channel. Denn dann sollen sie ins Fernsehen kommen, 2017. Disney's DuckTales, nicht animiert, sondern genauso wie früher als Zeichentrick. Das ist schon mal ein voller Erfolg und Beglückwunsch und zum zweiten Mal. Warum? Auch schon einmal am Abend habe ich das erwähnt. Nur mal so nebenbei bemerkt. Disney's DuckTales 2017 mit 9 Folgen im Fernsehen. Disney XD produziert das und nicht Walt Disney selber. Ist zwar auch von Disney, aber es produziert halt nicht der Disney Channel. Und deswegen können wir uns auf neue, spannende Abenteuer mit Disney's DuckTales freuen. Mit Dagobert Duck und seinem Neffen. Aber das sind andere Geschichten. Ja, jedenfalls hat die Serie mich geprägt, auch die Musik der Rotznasen. Ja, und so hat das mein Leben geprägt. Hab's gerne geguckt und so. Da muss halt auch die DVDs dazu her. Die Box 8, die Box 2 geht nur bis Folge 8. Und dann beginnt Box 3. Box 3 habe ich leider nicht. Darum fehlt mir Folge DVD 10, 11 und 12, 13, 14, 15 und 16. Kinofilm habe ich ja. Naja. Ich weiß, ich langweile euch gerade. Und deswegen werde ich jetzt ein kleines Stück zeigen, nicht aus Lizzie McGuire, aber aus meinem Leben und ein bisschen was von mir. Da schauen wir uns jetzt an, ein paar Bilder, ein paar Videos und dann hören wir und sehen wir uns wieder. Bis gleich. Beim Set von D-Movie Bocholt. Ja, genau die Person. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Filmset D-Movie. Ja, heute haben wir uns wieder ins Kapu verschlagen in der Schule. Wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, die Bilder und die Videos. Es hat mich halt auch alles teilweise geprägt und war halt auch eine schöne Zeit,
Manche Zeit würde man gerne zurückdrehen, manches. Aber man kann es nicht immer. Leider muss man sagen. Aber ich kann nur sagen, manche Serien, manche Sachen haben ja Erfolg gehabt. Auch heute noch. Und ja. Manche Sachen vermisst man einfach. Manche Sachen sind wahr geworden. Mein größter Traum war mal auf der Kinoleinwand so mich selbst auf der Kinoleinwand sehen zu können. Das ist zweimal wahr geworden. Naja. Hat einen Kinofilm mitproduziert, also nicht direkt produziert, aber hinter den Kulissen mäßig was gemacht. Also es hat sich schon für mich gelohnt. Und dann wird jetzt ein weiterer Traum von mir wahr, und zwar, dass ich den nächsten meinen eigenen Kinofilm habe. Als Hauptrolle, als Hauptdarsteller. Und habe ja auch schon ein Musical gespielt, Aufruhrausschuss Knauserfeld, in der Schule damals. A98. Ja, Abend in 98 war eine schöne Zeit. So habe ich einiges erlebt. Einiges ist wahr geworden. Gab viel Leid und andere Dinge. Aber doch. So ist mein Leben vergangen. Hab einiges mitgemacht. Ja. Das war's erstmal wieder für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Also in der nächsten Folge. Und da werde ich euch dann erzählen und auch Videoschnipsel auch präsentieren von meinem jetzigen Zeugs. So meine letzte Zeit, die ich so erlebt habe. Und in dem letzten Teil werde ich euch dann, nicht ganz im letzten Teil, aber sagen wir mal, in den letzten Teil noch, werde ich euch dann auch darüber was erzählen und zeigen, auch videomäßig. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal wieder von euch verabschieden. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.